Jetzt hat auch Filmer sein Fitnessstudio. Peter Köster, seines Zeichens Diplom-Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation, hat die Räumlichkeiten über dem Postvertriebszentrum in der Unikastraße 11 umgebaut und mit zahlreichen unterschiedlichen Fitnessgeräten bestückt. Auffällig ist, dass Peter Köster sein Fitnessstudio Gesundheitswelt nennt und sich somit nicht nur namentlich von den herkömmlichen Fitnesszentren abheben will. Für mich war es im Grunde wichtig, eine Einrichtung zu haben, die nicht so wirklich als Fitnessstudio oder als Muckibude oder als Krafttempel irgendwie nach außen sich präsentiert, sondern für mich war es wichtig, gerade mit dem Namen Gesundheitswelt etwas anzubieten, wo die Leute das Gefühl haben, das ist nicht nur Kraft oder nur Power oder nur dicke Muckis, sondern dass es eine Anlaufstelle ist für Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Probleme haben oder die sich sonst vielleicht nicht so unbedingt trauen oder die in irgendeiner Art und Weise auch eine Unterstützung brauchen, auch über den Leistungsgedanken hinaus. Ja. Auf der einen Seite kann man damit auch sehr, sehr gut gewisse spezifische Geschichten auch mit verbessern. Man kann sehr, sehr gut an Rumpfkontrolle, Rumpfstabilität auch mit dem Gerät arbeiten. Aber natürlich ist das Gerät auch sehr, sehr gut geeignet, um seinen eigenen Körper kennenzulernen und auch vielleicht ein bisschen Spaß zu haben. Der Space Girl ist natürlich eine absolute, denke ich mal, Rarität im Fitnessmarkt. Das wird es ganz, ganz selten geben. Selbst in medizinischen Einrichtungen wird das Ganze so nicht eingesetzt oder genutzt. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz besondere Sache. Neben dem bekannten Ausdauertraining auf Fahrrädern und Crosstrainern ist das Training mit dem Milon Circle ein besonderes Highlight. Hier erhält der Kunde eine Chipkarte, auf der die Einstellungen der Geräte individuell abgespeichert und beim Training dann wieder abrufbar sind. Das Training, was gerade auch für die älteren Herrschaften sehr, sehr interessant ist, weil man da nicht so irgendwelche Geräteeinstellungen selber vornehmen muss und vielleicht dann so ein bisschen Angst oder Gefahr läuft, vielleicht auch was Falsches zu machen, sondern die Geräte werden von mir eingestellt, die bewegen sich automatisch in den Bereichen oder in den Bewegungsamplituden, die ich sie als quasi einstelle. Und das ist für viele Leute was sehr, sehr Bequemes, was sehr Sicheres und wirklich eine feine Alternative zu dem normalen Krafttraining, den man so kennt. Natürlich gibt es auch in der Gesundheitswelt in Filmer für junge Fitness-Enthusiasten die Möglichkeit, hier ihre Muskeln spielen zu lassen. Für die jungen Leute natürlich gibt es einen kleinen Freihandelbereich mit genug Gewichten, um, sage ich mal, auch einen ambitionierten Trainierenden auch herauszufordern. Besonders großen Wert legt Peter Köster auf eine individuelle Beratung und ein daraus resultierendes, auf die differenzierten Bedürfnisse abgestimmtes und zielgerichtetes Training. Dass man da die Möglichkeit hat zu sagen, ich habe gerade Probleme mit dem Rücken oder mir tut die Schulter irgendwie weh, das geht, will nicht weggehen oder ich habe ganz, ganz hartnäckige Nackenverspannung oder Knieschmerzen. Das sind normalerweise Themen, die werden so in normalen Fitnessstudios nicht bedient. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich habe da genug Erfahrung, um das so zu begleiten zu können und moderieren zu können, dass die Leute auch wirklich rausgehen und sagen, das ist eine tolle Sache, die würde ich gerne so auch machen oder mich auch gerne beraten und betreuen lassen, um auch sicher zu gehen, dass ich mir was Gutes tue. Und sie ist noch neben der Tatsache, dass ich jetzt hier die ganze Zeit gewesen bin und das alles geplant und so umgesetzt habe, hätte ich das ohne sie nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft, dass ich jetzt noch halbwegs auf den Beinen bin ohne, ja. Also Dankeschön, Schatz. Ja. Zum Tag der offenen Tür gab es nicht nur ein dickes Dankeschön an die diversen Unterstützer, die Peter Köster beim Aufbau des Studios geholfen haben. Professor Dr. Lars Donat von der Deutschen Sporthochschule in Köln hielt einen beeindruckenden Impulsvortrag zu den Reaktionen des Körpers auf den Trainingsprozess. Sondern auch fürs Testen. Das sind jetzt zwei Beispiele, die sehr schön zeigen, dass man im Eishockey natürlich die Trainings- und Testsituation so gestalten sollte, dass die Beanspruchung und Bewegungsstruktur des Eishockeyspiels auch abgebildet wird. Auch Bürgermeister Matthias Rubröder freut sich über das neue Fitnessstudio, die Gesundheitswelt in Filmer, und wird wohl zukünftig seine eigene Fitness von Peter Köster wieder auf Vordermann bringen lassen. Ich persönlich finde es sehr gut, dass wir jetzt hier ein Fitnessstudio haben und dass die leerstehende Immobilie hier wieder eine Nutzung hat, eine sehr gute wohlgemerkt. Ich persönlich habe auch schon längere Zeit jetzt überlegt, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Und es bietet sich natürlich jetzt an, direkt vor der Haustür etwas zu haben. Das ist sehr gut, weil ansonsten müssten wir
eine Viertelstunde, 2 Stunden fahren, bis wir dann in Limburg sind oder so. Ist, glaube ich, nochmal eine Aufwertung für unsere Gemeinde hier. Und ich hoffe, dass das hier alles gut läuft und gut angenommen wird. Von daher bin ich dem Fitnessstudio, der Gesundheitswelt Filmer, alles Gute.